Hallihallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute erkläre ich euch, wie ihr ganz einfach so Rüschenärmel an einem Tanktop annähen könnt. Und jetzt erkläre ich euch, wie genau das funktioniert. Hier habe ich schon mal die Vorderseite und die Rückseite von einem Basic T-Shirt ausgeschnitten mit einer Nahtzugabe von einem Zentimeter. Und oben habe ich mir die beiden Schulternähte bereits miteinander vernäht. Hier habe ich mir zusätzlich diese beiden Stoffteile zurechtgeschnitten für die Ärmelrüschen und zwar mit einer maximalen Breite von 8 cm und die Länge sollte genau gleich lang sein wie der Umfang der Ärmelöffnung. Am besten schneidet ihr euch zuerst ein Rechteck zurecht mit einer Breite von 8 cm und mit einer Länge vom Ärmelumfang und rundet dann eine Seite ab. Also wie in einer Kreisform, sodass es ungefähr ausschaut wie meine Wölbung. Der Stoff an der geraden Linie wird dann um einen Zentimeter nach oben gefalten und so schön versäumt. Ich mache das jetzt an meiner Haushaltsnähmaschine und mit Zwillingsnadel. So sollte das dann ungefähr ausschauen. Nun werde ich an der gegenüberliegenden Seite, also an jener Seite, die gewölbt ist, einen Geradstich setzen mit der längsten Stichlänge, um das Stoffteil dann gleich zu raffen. Von der Schulternaht des Hauptteiles messe ich mir nun auf der rechten und auf der linken Seite jeweils 8 cm ab und markiere mir das mit meiner Schneiderkreide. Und dann kann ich den Ärmel zusammenraffen, indem ich an einem der Fadenende ziehe und somit die Gesamtlänge des Ärmels auf insgesamt 16 cm kürze. Das Rüschenteil wird dann so auf das Hauptteil hochgelegt, dass die jeweiligen schönen Seiten innen aneinander liegen. Das Ende der Rüschen sollte dabei schön auf die soeben gesetzte Markierung treffen und so kann ich mir das entlang abstecken. Die beiden Stoffteile vernähe ich mir dann an der Overlockmaschine. Falls ihr diese nicht habt, dann geht auch ein elastischer Stich an der Nähmaschine gut. Anschließend kann ich das Hauptteil einmal zusammenklappen und die Seitennähte miteinander vernähen. Am unteren Bereich des Ärmels, also dort, wo kein Rüschenärmel ist, sollte jetzt ein überstehender Stoff von ungefähr 0,7 bis 1 cm entstehen. Dieser wird nun ebenfalls nach innen geklappt und abgesteckt. Nun könnt ihr das knappkantig festnähen. Ich nähe jetzt mit einem einfachen Geradstich. Und somit ist der halbe Rüschenärmel auch schon fertig genäht. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst und den Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!